Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maxi kommentiert Kommentare. Dieses Mal schon die 12. Ausgabe. Und diesmal habe ich sogar 10 Kommentare zusammengebracht, also wird das Video jetzt etwas länger. Und da fange ich direkt einmal an mit dem ersten Kommentar. Und die Personen, die den Kommentar verfasst haben, werden wie immer eingeblendet. Ja, hier der erste. Aber Maxi, du musst schon zugeben, dass du sehr viel mit Adolf Hitler gemeinsam hast. Ihr habt beide eine Perücke, ihr seid beide heimlich schwul und ihr wohnt beide in einem Männerwohnheim. Vielleicht bist du sein Sohn. Na, das glaube ich eher nicht, dass das so ist. Aber denk, was du willst, ist mir wurscht. Dann geht's weiter. Maxi, du schuldest mir 300 Euro. Als ich das Video gesehen habe, ist mir mein Handy runtergefallen und es hatte einen Sprung. Und außerdem bekomme ich jetzt immer Perückenwerbung. Also Perückenwerbung möchte ich auch mal kriegen. Vielleicht finde ich sogar super Perücke für Faschen. Naja. Und das mit die 300 Euro ist mir wurscht. Da bist du selber schuld, wenn das Handy runtergefallen ist. Das passiert mir auch ab und zu und da hat das Handy halt einen Sprung, aber man sieht trotzdem noch was. Ist wahrscheinlich bloß so ein Ritz und man macht wieder mal einen Elefanten draus. Naja. Dann, super Video, Maxi. Wir verkaufen demnächst Fanartikel von dir und zwar die offizielle Maxi Riegel Echthaar-Perücke aus Echthaar von dir. Wenn die alle Perücken haben wollen, sollen sie sie bekommen. Hitler ist tot, es lebe Max. Yay! Jetzt schreiben wir dann alle Heil Max oder was? Naja, weiter geht's mit dem 5. Kommentar. Mach mal ein Video mit dem Drachenlord. Nee, ich gehe nicht von Augsburg extra bis nach Emskirchen zu dem Drachenlord. Nee, danke. Da habe ich was Besseres zum Tun, wie von hier aus bis nach Emskirchen. Nee. Dann der 6. Kommentar. Schöne Bartperücke. Passt sehr gut zu deiner Haupthaarperücke. Hast du auch eine Schamperücke? Geht's eigentlich noch? Dann finde es furchtbar, wie du im Subtext gegen Frauenperücken hetzt. Das ist grausam gegenüber Juden und abgetriebenen Föten. Sagt's mal, geht's eigentlich noch, oder? Also langsam glaube, das ist eine reine Komödie. Das ist ja, manche Kommentare sind besser wie jede Komödie im Fernsehen. Da brauche ich den Fernseher gar nicht mehr einschalten, da brauche ich mir bloß immer wieder die Kommentare durchlesen, da habe ich was zum Lachen. Naja. Machen wir weiter mit dem 8. Kommentar. Ach, jetzt noch Outdoor deine Perücke zeigen. Bist mutig und Krankenwagen wohl schon kommen für Haarimplantation. Nee, der Krankenwagen kommt für kranke Trolle, die meinen, ich hätte eine Perücke auf und eine Maske und ich sehe es im Rollstuhl. Dafür kommt der Krankenwagen. Naja, dann machen wir weiter. Sogar die Polizei ist im Hintergrund zu hören. Da hat der Lord wohl wieder Polizist Werner gerufen. Ja, um Trolle und Hater abzuholen. Wahrscheinlich, kann's mir nur denken. Naja. Dann der letzte Kommentar, also der Kommentar Nummer 10. Ist das im Hintergrund die Drachenschanze? Nee, das im Hintergrund ist ein Baum. Aber im letzten Video war es ein Weiher mit dem Haus halt. Und die Drachenschanze schaut natürlich anders aus. Ich habe mir mal ein Video angeschaut vom Drachenlord, da wo die Drachenschanze drin war. Aber das war nicht die Drachenschanze. Und das jetzt ist ein Baum. Auf den wäre ich irgendwann nochmal aufklettern. Dann kann ich euch von oben sehen.
denn wer will euch schon von unten sehen? Naja, das waren jetzt alle 10 Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt mich wie immer abonnieren. An dieser Stelle ein Danke an 488 Abonnenten. Und ihr könnt wie immer den ein oder anderen Kommentar da lassen. Ihr könnt mich in Facebook, Twitter und Instagram verfolgen, beziehungsweise folgen. Mensch, dass ich das auch immer falsch sag. Naja. Und auch danke, dass ich so viel zum Lachen hatte wieder mal während dem Kommentieren. Na? Wie gesagt, da brauche ich der Fernseher nicht mehr einschalten, da brauche ich mir bloß manche Kommentare durchlesen und schon gehe ich mit einem Lächeln ins Bett. Jo. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Donnerstag.